Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig Sampler Tutorial. In dieser Folge geht es um den Sampler im Grid. Und ja, legen wir doch einfach mal los. So, in den letzten Folgen haben wir den Sampler aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Erstmal so diese generelle Betrachtung rund um den Sampler, welche Möglichkeiten es da gibt, welche Funktionen, Filteroptionen, Hüllkurven und so weiter. Dann haben wir uns die einzelnen Modi angeguckt, also den Repitch-Modus, den Cycle-Modus und den Texture-Modus. Und natürlich gibt es den Sampler auch im Grid, im Polygrid. Und dort hat man natürlich noch wesentlich mehr granulare Möglichkeiten. Dinge mit dem Sampler anzustellen. Und zwar, ich habe jetzt einfach mal hier den Sampler so geladen. Mit einem Sampler hier. Und dann habe ich einen Sampler im Grid. Und wenn ich da nicht viel dran ändere, klingt der so. Genau gleich. So, jetzt habe ich aber mit dem Sampler im Grid noch ein paar Sachen gemacht. Und zwar habe ich hier so einen Überblende-Knopf hingebaut. Und wenn ich jetzt den Sampler spiele und den langsam hochblende, das heißt, ich habe den Sound angereichert durch sehr viel mehr Sounds, durch so eine Art vielleicht Layering oder einfach durch ein Verdicken der Sounds. Und das Ganze habe ich wie folgt gemacht. Und zwar sieht nämlich der Sampler im Grid so aus. Und dieser Sampler hat so ziemlich alle Funktionen, fast alle Funktionen, die auch der Sampler als normales Device hat. Plus noch ein paar weitere Optionen hier am Rande zum Connecten, auf die gehe ich im Moment nicht ein. Das ist Stoff für ein Grid-Tutorial oder mehrere Grid-Tutorials. Aber ich sag mal so, die wichtigsten Optionen, die wir bereits kennen, sind da ja schon drin. Einmal den Repitch-Modus, den Cycle-Modus und den Texture-Modus. Dann gibt es hier natürlich auch wieder die ganzen Play-Optionen mit dem Play-Cursor. Und die Loop-Optionen mit den Fades, die Gain, Root, die Root-Note und ich kann hier auch wieder Detect-Root-Key machen, das Key-Tracking und hier Snap to the Grid und so die ganzen Geschichten. So, den Sampler an sich finde ich unter Oszillatoren, wo auch sonst, und zwar ganz hinten hier. Hier ist der Sampler und den kann ich quasi einfach hier reinziehen und dann ganz normal einen Sample laden, wie ich das auch als Device gewohnt bin. So, jetzt habe ich aber bei diesem Sampler noch ein paar Sachen zusätzlich gemacht, nämlich ich habe einfach noch ein paar andere Sampler mit dazu genommen. Nämlich insgesamt, das unten mal das Device-Fenster zu, nämlich insgesamt nochmal drei zusätzliche Sampler. Und habe die einzelnen Sampler fast alle mit dem gleichen Sample geladen. Das heißt, das Sample, was ich hier oben habe, das ist in Sampler 2, 3 mit drin und im vierten habe ich einfach das beispielsweise ein Multisample genommen und kann jetzt quasi mit diesen vier Samplern gleichzeitig spielen und den Output des Samplers entsprechend weiterverarbeiten, so wie ich das will. Und ich kann dann natürlich hingehen und kann dann hier nach diesem Polygrid zum Beispiel auch wieder einen Reverb packen. Das heißt, ich habe meine ganz normale Effektkette, die ich hinten dran packen kann, beziehungsweise auch hier in die entsprechenden Container rein, die hier unten am Start sind. Aber gehen wir nochmal zurück in das Grid. So, das sieht alles sehr verwirrend aus. Ist es auch? Nein, ist es nicht. Wenn man mal so Grundlegendes verstanden hat vom Grid und sich da so langsam reinfuchst, dann wird einem auch so einiges klar. Das heißt, ich habe hier jetzt einen Sampler, der mir dieses Sample dementsprechend spielt.
Und ich habe hier einen Blendregler eingebaut, der mir von diesem Signal, was von diesem jetzt zu hörenden Sampler kommt, plus einer AR oder ADSR-AR in den Ausgang schickt, mir die anderen Sampler mit dazu mischt. Das heißt, im Moment, wenn der Blend hier auf 0 ist, kriege ich nur dieses Signal und wenn ich den hochziehe, dann kommen die anderen Sampler mit dazu. Ich stelle den jetzt einfach mal auf, dass ich nur die anderen Sampler höre. Das ist im Prinzip wie so ein Mix-Try-Knopf. So, und jetzt habe ich hier zum Beispiel einen Sampler. Ich muss hier mal so die Seite hier wegmachen, weil ich muss hier an den Mixer ran. Diese drei anderen Sampler. Ich habe hier zwar vier Mixerknöpfe, aber drei Sampler. Ich habe hier einfach den oberen Sampler nochmal durch einen Saturator durchgejagt. Kann ich jetzt hier über diesen Mixer steuern und ich kann die hier auch auf Solo stellen. Das heißt, den ersten Sampler, den ich mit dem gleichen Sample reingezogen habe, habe ich in den Cycles-Modus gesteckt. Und wenn ich mir hier vorne den Loop angucke und spiele, habe ich diesen etwas dröhnenden Ton erzeugt. Durch die Einstellung, die ich hier gemacht habe mit Speed und Formant, habe das Ganze nochmal durch einen Filter durchgejagt, nochmal durch einen High-Pass-Filter, dann das Signal aufgeteilt, das direkt in den Mixer geht und einmal durch den Saturator nochmal durch in den Mixer und schließlich zum Output. Ich müsste jetzt auch beide hier anschalten. Jetzt wirklich ganz detailliert granular ist vielleicht das falsche Wort, weil es hat nichts mit Granularsynthese zu tun. Kann jetzt hier die einzelnen Parameter des Sounds, den ich aus dem Sampler bekomme, hier mit diesen verschiedenen Modi und diesen ganzen Loop-Optionen, kann ich hier rausleiten und dann entsprechend bearbeiten. Die einzigen beiden, sage ich jetzt mal, Optionen, die hier in dem Grid-Sampler nicht dabei sind, aber aus gutem Grund nicht dabei sind, ist zum Beispiel das Filtermodul und die Hüllkurve. Wenn wir hier nochmal schauen, hier haben wir ja die Filter und die Hüllkurve, beziehungsweise dieser Bereich hier noch mit Panning und Velocity und naja, Lautstärke haben wir an der Stelle auch noch. Aber der Sampler ist auf seine Grundfunktion reduziert worden für das Grid, damit man auch jede einzelne Funktion entweder dazu schalten kann oder einfach weglassen kann oder jede Funktion, die man dazu schaltet, dann eben auch nochmal selber umrouten in einen anderen Signalweg, um diesen dann auch nochmal zu manipulieren und einfach zu den Sound zu formen, so wie man ihn haben will. Wie zum Beispiel, wenn ich dir jetzt hier einfach nochmal den Saturator mit einem Low-Pass-Filter bearbeite und in den Mixer reingebe und hier auch nochmal die Lautstärke bestimmen kann, wie stark dieser zusätzliche Sound, dieser zusätzliche Effekt hier ankommen soll. So, dann habe ich in einem weiteren, schalte mal die hier mal aus, in einem weiteren Sampler den gleichen Sound auch wieder reingeladen. Hier zum Vergleich, damit man das sieht, und habe hier den Textures-Modus genommen. Und in diesem Textures-Modus, jetzt ist nur dieser Sampler hier aktiv, hier oben an dem Mixer sieht man das, an dem Solo-Button. Wenn ich hier jetzt reinzoome, sehe auch, wie ich hier sehr schön hier oben,
Der Panning-Button, also Stereofeld rechts links, wird hier auch noch moduliert durch ein zusätzliches Signal. So, das ist mein dritter Sampler. Und der vierte Sampler, da habe ich jetzt einfach einen Multisample, einen Chor reingeladen und habe hier hinter dem Chor noch eine ADSR-Kurve gemacht, damit der nicht sofort reinknallt. Und noch ein bisschen eine Release-Zeit, damit der auch schon wieder langsam ausklingt. Und wenn ich das halt alles zusammen spielen lasse, es gibt schönere Harmonien, das gebe ich zu, aber ich kann einfach diesen Sound, diesen einen Sound, den ich ganz am Anfang hatte, den hier anreichern durch andere Sounds, zusätzlich layern. Wenn ich es nur so ein bisschen reingebe, kriege ich so im unteren Frequenzbereich zum einen so ein bisschen diesen Chor zusätzlich rein, ohne dass ich diese ganzen Samples alle mischen muss, so auf einen Schlag, sondern ich kann die einfach hier bearbeiten, ständig verändern. Und wenn mir das Ergebnis dann gefällt, dann kann ich es als Audio runterrechnen. Weil wenn ihr zum Beispiel hier oben guckt, ich habe jetzt hier vier Sampler am Start, diverse Soundmanipulationen. Meine CPU sagt schon hier, ja, hab was zu tun. Und wenn man jetzt so ein ganzes Projekt am Start hat mit diversen Spuren, dann könnte so ein Grid-Patch, ein etwas komplexeres Grid-Patch, das, was ich hier gebaut habe, ist jetzt bestimmt nicht optimal, aber könnte dann doch schon den Rechner so ein bisschen in Verlegenheit bringen. Das heißt, im Grid sowas zu bauen, so einen Sound zu bauen und dann vielleicht ein entsprechendes Audio daraus zu bouncen, oder von mir aus auch vorstellbar sind auch mehrere Audios in verschiedenen Tonhöhen, daraus dann wieder ein Multisample-Instrument zu machen, mit dem man dann einfach spielen kann und so dann auch die CPU nicht mehr belastet. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man den Sampler im Grid benutzt. Also sprich, oder zusammengefasst ist einfach so: Der Sampler im Grid ist ein bisschen reduziert von seinen Funktionen außen herum um den Sampler. Die zentralen Funktionen des Samplers sind alle da. Und für die weitere Verarbeitung des Samplers, sei es jetzt irgendwelche Hüllkurven oder sei es irgendwelche Filter oder was auch immer, was man machen kann, muss man eben die einzelnen Module oder Devices aus dem Grid, die Grid-Devices, nehmen und kann die dann in mannigfaltiger Art und Weise bearbeiten. Ja, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick gekriegt über den Sampler im Grid und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.